Mich hat gestern ein fremder Mann nackt gesehen. Ich habe ihn dann daraufhin angeschrien und was da genau passiert ist, erzähle ich euch jetzt. Und ich sage euch eine Sache, das ist mit das Unverschämtste, was ich jemals erlebt habe. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war ja Kati die letzten Tage da. Und wir waren zusammen im New Yorker, um da einfach so ein bisschen zu shoppen. Und wir haben auch verschiedene Bikinis anprobiert. Jeder von uns war in einer eigenen Umkleidekabine. Und als ich mich gerade umgezogen habe, habe ich auf einmal gesehen, dass ein kleiner Spalt von der Umkleidekabine offen war. Ich war gerade dabei, mich umzuziehen und komplett nackt einfach. Als ich gesehen habe, dass da einfach mitten im Spalt ein Mann steht, der die ganze Zeit da reingeschaut hat. Der hat mich einfach durch den Spalt die ganze Zeit beobachtet und bespannt. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe mich ausgezogen und angezogen und ausgezogen und angezogen. Als ich das gesehen habe, habe ich angefangen zu schreien, was die Scheiße soll und warum er meint, mich bespannen zu müssen. Als er mich gesehen hat, ist er sofort weggerannt. Ich habe das sogar noch fotografiert und wenn ihr die Bilder sehen wollt, schaut jetzt in meine Story.